Um in den richtigen Tapezierschwung zu kommen, starten wir mit der einfachsten Wand in diesem Zimmer. Prüfen Sie zunächst die Tapete auf mögliche Farbunregelmäßigkeiten. Die Breite der Fließtapete wird an der Wand markiert. Mit Hilfe einer Wasserwaage und einem feinen Bleistift zeichnen wir uns nun eine senkrechte Linie ein, an die wir dann die erste Bahn anlegen. Somit stellen wir sicher, dass alle darauf folgenden Tapetenbahnen gerade tapeziert sein werden. Bevor es mit dem Tapezieren losgeht, rühren wir den Kleister an. Der spezielle Fließkleister wird nach Verarbeitungsanleitung des Herstellers angerührt. Nach 10 Minuten Ziehen können wir mit dem Einkleistern der Wand beginnen. Während der Kleister zieht, schneiden wir unsere Bahnen zurecht. Dafür messen wir die Höhe der Wand. Mit einer Zugabe von ca. 10 cm übertragen wir die gemessene Höhe auf die Tapetenbahnen. Rollen Sie die fertig zugeschnittene Tapetenbahn auf links zusammen. So bekommen Sie die Bahn in ein handliches Maß zum einfachen Tapezieren. Fließtapeten bringen Sie am besten mit der sogenannten Wandklebetechnik auf. Streichen Sie einfach den Kleister möglichst gleichmäßig und flächendeckend auf die Wand. Achten Sie darauf, dass Sie den Kleister mit ca. 10 cm Überstand auftragen. Legen Sie nun die erste Bahn in das Kleisterbett, wobei Sie die Tapete mit etwas Überstand oben ansetzen. Richten Sie die Tapete an den Bleistiftmarkierungen aus und drücken Sie die Bahn an die Wand. Am besten streichen Sie mit einer weichen Tapezierrolle über die komplette Bahn, um sie blasenfrei an die Wand zu drücken. Oben und unten überstehende Reste schneiden Sie mit einer Tapezierschere oder einem Cuttermesser ab. Für einen sauberen Schnitt benutzen wir einen Tapezierspachtel, den wir als Schnittkante anlegen. Streichen Sie die Tapete schön glatt und blasenfrei an die Wand. Tupfen Sie bitte unbedingt überschüssigen Kleister sofort vorsichtig mit einem feuchten Schwamm oder Tuch ab. So verhindern Sie unschöne Kleisterflecken. Die nächsten Bahnen werden auf Stoß tapeziert. Das bedeutet, dass die Kanten der nebeneinander tapezierten Bahnen genau aneinander stoßen. Die Nahtstelle drücken Sie am besten mit einer großen Rolle oder einem gummierten Nahtroller an und tupfen Sie sorgfältig überschüssigen Kleister vorsichtig ab. Lassen Sie Ihren Ideen kreativen Lauf. Zum Beispiel setzen wir jetzt mit einem Panel ein paar bunte Akzente zwischen unserem grünen Uni.